Moin moin, schönen Ostersonntagmittag wünsche ich allen. Ja, alle, die jetzt Zeit finden, sich die Folge anzugucken, da sie diese Woche vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben als normalerweise. Denn es gibt ja unterschiedliche Bestimmungen, Regelungen, unterschiedliche Bundesländer und so weiter und so fort. Aber allen trotzdem einen schönen Ostersonntag natürlich gewünscht. Von daher, ja, die einen oder anderen haben vielleicht den Community-Beitrag von gestern Abend noch gesehen. Wir haben Eier gefärbt sozusagen, fachmännisch bunt gemacht das Ganze mit irgendeinem komischen Zeugs, was Shelly da organisiert hat. Schön schmierig. Ich glaube, ich habe jetzt noch orange Hände, so ungefähr, wenn ich gucke. Aber ist dann so. Wird man nicht so leicht los, das Zeugs. Jetzt nicht, weil, ne, nicht gewaschen nach dem Motto, ne, Hände gewaschen und klar. Ist bei mir jetzt noch Samstagabend. Also ich denke, Sonntagmorgen sollte das dann auch verschwunden sein. So, wir sind wieder auf der Marsch unterwegs. Macht Sinn. Spielgeschwindigkeit nochmal 1. Hofsilo-Anhänger, Produktion, Dieselfabrik befüllen. Und Stroh? Das macht keinen Sinn. Und, genau, jetzt weiß ich nämlich auch, das war ein Kommentar. Vielen Dank. Generell gehe ich gleich weiter noch auf Kommentare ein. Thema auch Rinderzucht und so weiter und so fort. Rinderstall war ja wieder ein bisschen was in der WhatsApp-Gruppe unterwegs oder auch in den Kommentaren. Auf die YouTube-Kommentare, das gehe ich gleich drauf ein. Ich will nur einmal schnell mal gucken, bevor ich das wieder vergesse. Also hier war das Ding, dass der Auto-3-Fahrer noch auf mehrere Kurse steht, weil wir mit dem ja doch Stroh bei allen Tieren verteilt haben und dementsprechend hat er mehrere Ziele noch auf Jahr. Was dann heißt, er springt immer weiter im Ziel. Deswegen das Problem, dass er das nicht nur zu Pellets gebracht hat, sondern dann sich dachte, och, dann nehme ich doch auch mal die nächste Station. So, Produktion Pellets befüllen. Das sollte klappen. Radlader hat gerade noch ein bisschen Pause eigentlich, ne? 15.000 Silage aufgeschaufelt. Ja, Rinderzucht ist immer noch so eine Geschichte, also Deli-Server tauglich nicht direkt, aber es gibt unterschiedliche Ideen zu dem Thema, wo ich aber auch sage, ich glaube, das werde ich erstmal jetzt so lassen, wie es ist. Und das heißt nicht, dass man das pauschal gar nicht auf Deli-Server nutzen kann, sondern ein Kommentar bei YouTube finde ich ganz gut, war glaube ich in der Folge gestern, vorgestern, hat jemand geschrieben, sie geht ja in Anführungsstrichen, also die Technik funktioniert ja, das einzige Problem ist logischerweise, dass man die Rinder nicht rausbekommt. Derjenige hat aber auch geschrieben, dass es für ihn jetzt keinen großen Aufwand ist, wenn die Rinderzucht tatsächlich mal voll ist. Wenn man wirklich so viel gewirtschaftet hat, dass die Rinder voll sind. Denn einmal den Spielstand vom Server zu ziehen, sollte glaube ich jeder, oder so gut wie jeder hinkriegen, den Server hat und den auch nutzt. Den Spielstand vom Server ziehen, einmal einen Multiplayer-Spielstand starten, also lokalen. Sozusagen, ne, vom Rechner aus, so ich starte Multiplayer-Game. Und schon sozusagen kann man dann die Rinderzucht ganz normal leer machen. Dauert dann wahrscheinlich, je nachdem wie viele man hat und wie groß die Anhänger sind, muss man schon ein bisschen Zeit investieren logischerweise. Aber wenn man dann eine halbe Stunde später oder so alles leer hat, zack, speichert man, lädt den Server wieder auf den, lädt den Spielstand wieder auf den Server hoch und gut. Ist ein bisschen umständlich, definitiv. Aber aktuell die Möglichkeit, wie man tatsächlich die Rinderzucht auch auf Servern nutzen kann. Weil wahrscheinlich wird es ja auch mit der Schweinezucht im Zweifel so sein. Das heißt nicht, dass ich jetzt schon dran sitze, ne? Nicht, dass jetzt hier Gerüchte hochkommen. Habe ich noch nicht mit angefangen und wird wahrscheinlich für nächste Version auch noch nicht der Fokus sein. Weil Schweine vermehren sich auch schon ziemlich gut. Und dementsprechend muss das nicht unbedingt sein. Aber das, wie gesagt, auf jeden Fall ist ein guter Ansatz. Und fand ich dementsprechend vielleicht nochmal für andere interessant zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Der hat aber keinen Kurs auf Überführung, aber wenn man es auf Überführung geht, soll er nicht sich ausklappen, stand auch in den Kommentaren. Weil einige haben ja genauso wie ich dieses Problem, dass die Drescher sich mit Kursplay immer wieder öffnen und der stand jetzt nicht auf Überführung. Wenn das daran lag, wäre es natürlich schön, ne, wenn die in Zukunft geschlossen bleiben. Sehr geschlossene Gesellschaft hier. Der steht aber auch nicht auf Überführung, öffnet sich nicht. Also auch das scheint dann schon wieder, ist ein Versuch wert. Das ist ja nicht der Zweier-Tanz so aus der Reihe hier, ne? Da komme ich aber schon fast immer eher in den John Deere rein als in den. Der steht auch nicht, also das, aber alle haben eigentlich, ich dachte vielleicht hatten einige noch einen Kurs geladen oder so, aber das war auch nicht der Fall. Dann nochmal die mehrfache Frage, Thema Strohbergungs-Add-on, also ich habe es ja mit drin. Ich kann euch tatsächlich nicht sagen, was ich groß davon nutzen werde. Diese Primos wäre schon nochmal interessant, sich mal anzugucken. Aber das wird bei mir jetzt nicht heute oder morgen passieren. Das hat man, glaube ich, auf anderen Kanälen schon ohne Ende gesehen. Ist eine interessante Technik auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, ich habe mir noch gar nicht angeguckt, wie die die Fruchtsorten registrieren, weil wir kriegen ja hier ein extra Verkaufsmenü, Quatsch, hier im Fall in der Verkaufsübersicht ganz, ganz, ganz rechts findet man dann ja mal irgendwann die Symbole hierfür. Ja, es ist so, eine wird wohl Stroh sein, das andere Graspellets. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich die Pelletsproduktion der Marsch nochmal um Heupellets ergänze und dementsprechend Heupellets dann auch bei der Rinderzucht zum Beispiel als Futtermittel zulasse. Das ist denkbar, aber auch das hat jetzt nicht, also aktuell noch nicht die höchste Priorität. Jetzt sowieso erstmal ein paar Tage Moddingpause. Ostern ist jetzt ja auch, wie gesagt, bei mir dann ein bisschen ruhigere Zeit. Von daher, da wird nichts passieren. Und was dann nächste Woche langsam passiert, das weiß ich noch nicht. Wir haben auch noch einiges im Garten vor. Also muss ich wahrscheinlich jetzt mal 2-3 Wochen ein bisschen ruhiger angehen. Und aber ich glaube, bevor die, ne, das ist dann auch noch im grünen Bereich. So, Förderband, 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 Förderband. Hier haben wir noch einen. Den können wir mal wieder Opfer einstellen. Jetzt am naheliegendsten. Das ist nämlich Thema immer noch, wo wir dran sind. Unkraut. In den letzten Zügen allerdings. Wir haben schon sehr, sehr viel Felder von den fiesen Unkrautflecken befreit. Die konnten wir noch nicht. 14, 15, das wird dann noch erledigt. Genauso wie 3. Weil die 4 hat da unten noch so ein bisschen blöd. Unten ist aber alles schick. 49 hat auch nicht ganz so gut geklappt, aber sieht auch nicht schlecht aus. Grasfelder weiß ich nicht, das lassen wir einfach mal so. Die 10 würde ich mir auch gut vorstellen. Die wurde auch schon gekeimt. Genau. Die 10 noch. Dann warten wir weiterhin auf die letzte. Ne, auf. Doch. Auf die letzte Wachstumsstufe im Gras. Wird noch gewartet. Hier wollen wir ein bisschen Gülle fahren, und zwar Kuhstall 2 Gülle. Da hatte ich, glaube ich, irgendwie jetzt einen falschen Kurs aufgenommen oder irgendwie einen doppelten Kurs. Stall 2 Futter, Stall 2 Wasser, Kuhstall 2 Gülle. Ja, Stall 2 Gülle, da drüben ist nämlich der Kurs. Der ist aber falsch. Also eigentlich kann ich den ganzen, kann ich den hier rauslöschen? Nee, ne? Also über dieses Menü? Nicht. Muss ich Holger fragen, so nach dem Motto. So. Fahr mal Gülle zur BGA Nord. Vielleicht auch besser BGA Süd, aber. Fahren wir das jetzt ja hier hin. Wir haben ja Rübenschnitzel im Verkauf. So, also heute Nacht wirklich nochmal große BGA-Einnahmen erwarten. 500.000 mindestens. Ja, schon fast wieder Neues holen, ne? Gibt es denn da noch was bei der Zuckerfabrik, ist auch die Frage. Eine Ladung noch und 118.000 Kompost. Wasser haben wir vollgeknallt. Der Paletten fehlt ein bisschen, aber wir haben jetzt eh keine Zuckerrüben mehr. Na gut, wir haben noch ein Feld angepflanzt, ne? Feld 10 ist mit Zuckerrüben voll. Sollen wir die Dammern voll machen und auf 10 schicken? Eine Idee, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir für Feld 10 noch keinen Spritzenkurs haben. Wie ungewöhnlich, tatsächlich nicht. Busgeräderung, die 10, Vorgewände, mach mal 2, mach weich, mach ein bisschen weniger Arbeitsbreite, passt schon. Okay, was habe ich jetzt genommen? Ah, genau, F10, Spritzen, 35M, ne? Das sind eigentlich 36, aber das passt schon. Dann können wir hier sagen, nach wie vor dem Autodrive-Kollegen, die Parkplatzfunktion wollte ich nochmal testen. Habe ich das aber schon wieder ein Stück weit verdrängt, was sie mir erklärt haben. Während des letzten Match-Maps-Livestreams, aber so mit dem Fußball da beschäftigt, mit dem hier, wie heißt denn der Kompaktlader-Fußball. Habe ich das auch schon wieder fast verdrängt hier. So, Feld 10. Übergebe ein Kursplay. Wenn du beim Feld angekommen bist.
und fahre dich nicht fest, könnte es auch funktionieren. So, also wenn, dann muss ich ja Hofmitte, würde ich als Parkplatz erstmal einweisen. Ich weiß, einige von euch haben tatsächlich das so krass eingefahren, und mit der neuen Autodrive-Variante gibt es ja wohl auch noch Rückfahrmöglichkeiten, ne? Das Autodrive, das wohl irgendwie auch merkt, dass er rückwärts einparken soll. Das wäre natürlich krass, wenn man das tatsächlich pro Fahrzeug macht, aber das finde ich ist für mich dann too much wahrscheinlich, dass ich erstmal froh bin, dass ich das so wie es jetzt ist. Ich bin eigentlich mit dem aktuellen Autodrive sehr, sehr zufrieden. Ich weiß, ein paar Sachen sollen wollen wir noch anschließen. Machen wir natürlich demnächst auch, sprich, wenn die Ernte losgeht, hier die Heutrocknungshalle. Da muss noch Diesel rein. Da müssen wir kaufen. 110.000 Liter, das geht eigentlich. Euro 10 pro. Aber vielleicht kann man auch erstmal sagen, man kauft mal nur die Hälfte oder so, ne? Oder man lässt es eben doch auf dem Feld trocknen. 30.000 Liter. Diesel ist ja günstig aktuell. Mal an den Tankstellen. So. Das ist in Ordnung. 58.000. 87.000. Da müssen wir nur gucken. Der Gülletransporter. Hatten sich auch einige gewünscht. Noch ein paar mehr. Oder einige. Einer war, glaube ich, obwohl das auch gut ankam, das Kommentar. Dass man ein bisschen mehr den Zuggespanne noch macht mit Traktoren, damit es nicht zu ETS wird hier. Aber ein Stück weit haben wir natürlich schon durch die ganzen Palettenproduktionen ein Stück weit natürlich auch ETS hier im Spiel mit drin. Da wollte ich eigentlich heute anfangen, ne? Ostersonntag, Ostermontag, eigentlich auch mein Thema Paletten verkaufen. Gucken, was können wir tatsächlich jetzt noch an Einnahmen erzielen. Sag mal bis Dienstag so ungefähr. Können wir uns noch irgendwas Schönes gönnen? Das Zentrallager wollen wir gucken, ne? Dass wir da ein bisschen was Sinniges rausholen. Gerade die Produktepaletten hier. Da können wir richtig eine volle Ladung machen mit Steinen, mit Zement. Die Lederpaletten könnte man auch mal wegbringen. Nebenproduktpalette. Toilettenpapier lohnt sich auch auf jeden Fall. Aber wir werden sehen. Wir werden Zentrallager. Machen wir jetzt mal die ersten Touren. Vorbereitung. Wir werden uns anschauen, welchen Supermarkt wir beliefern, wo gute Preise sind, wovon wir gut was haben, und dann werden wir die Tour, wie gesagt, so geschickt zusammenstellen, ne, dass wir wirklich nur Bestpreisprodukte an einer Verkaufsstation verhökern. Und dann kriegen wir mit zwei von diesen LKW-Geschichten auch, glaube ich, locker schon eine 500.000 zack zusammen. Das zweimal, und schon haben wir 1,5 Millionen bestimmt. Vor allem, weil wir auch so viel Fisch und sowas haben. Und da geht es dann nämlich los, denn leider gibt es Community-Preises in dem Sinne ja noch nicht, dass man direkt sortieren kann, Bestpreis bei. Man kann höchstens mal dann durchgucken und wissen, okay, was haben wir eigentlich relativ hoch auf Lager? Fangen wir oben an, Rindfleisch zum Beispiel. Wer möchte am liebsten Fleisch haben? Fleisch wollen sie alle haben, wer zahlt am meisten? Stadion aktuell noch fallend. Also Rindfleisch. Kriegen wir noch mehr fürs Stadion? Das ist natürlich auch eine gute Frage, ne? Wo sollten wir eigentlich trotzdem machen? Großhandel. Das ist natürlich komplett durcheinander. Ne? Beim Fleisch merkt man schon mal, ist es komplett durcheinander. Und dafür war der Commodity-Preises-Mod. Weiß nicht, ich glaube nicht, dass es den für LS19 schon gibt. Zumindest habe ich ihn noch nicht gesehen. Echt, echt praktisch. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch mehr finden, was denn beim Stadion gern gekauft wird. Ich meine, ja, Bier wäre vielleicht immer noch so eine. Mal so ein Guck wert zumindest. Ein bisschen was hatten wir davon ja gefunden. Auch im Großhandel ein ganz bisschen. Aber auch da sind Mini-Preisunterschiede. Bierfass haben wir nicht. Stadion kann eigentlich auch Toilettenpapier ankaufen. Ne? Habe ich gar nicht eingerichtet bisher. Da ist Edeka am besten. Die Fischprodukte. Scholle. Großhandel. Aldi. Großhandel Krabben. Aldi. Heringe. Heringe haben wir auch hammer viele. Dann machen wir das auch einfach. Machen wir erstmal eine Aldi-Tour mit Heringen und Krabben. Und dann gucken wir mal, was wir noch am Platz haben. So, Heringe leer. Krabben leer. Das ist der Anhänger schon voll. So, gleich gucken, wie viel wir noch Platz haben. Ziemlich genau noch so eine Schicht, ne? Ah, der ist schon voll da hinten. Wie sind das noch?
16 Stück oder so. Mal gucken. Was will man denn dann noch gut loswerden? Mit gut preisig. Davon haben wir noch nichts. Hier war doch auch irgendwas, oder? Echt gar nichts. Lidl müssen wir wohl noch eine Tour fertig machen, so wie es aussieht. Ach nein, das waren... Weil die war gar nicht Krabben. Dumm. Komplett den hinteren Anhänger vermurks, ne? Ja, dann lagern wir das wieder ein. Falsche Zusammenstellung kann passieren, ne? Richtig, richtig blöd. Nehmen wir lieber Hummer mit. Bringt uns ein bisschen mehr. Und das sind 1000, also wenn man sagt, das ist ja eigentlich auch albern, aber es sind immerhin 1500 pro Palette Unterschied. Und bei 10 Paletten sind wir schon wieder 15.000, die wir dann verschenken würden. Und das wäre ein bisschen schade, das tut nicht Not. Dann schmeißen wir es wieder rein. Mal wieder zurück, holen uns jetzt das richtige Produkt. Vielleicht gucken wir nochmal bei den Obstgeschichten. Obst und Gemüse, vielleicht ist da noch irgendwas, was wir in die Ferne fahren können. Eine Palette haben wir jetzt falsch drauf. Da finde ich, kann man aber durchaus mit leben. Das ist in Ordnung bei einer Palette, aber nicht eine ganze Anhängerladung voll. Wie gesagt, aktuell muss man halt noch gucken. Auch Feind, aber aktuell noch Höchstpreis. Dann holen wir uns da Lebensmittel. Kühlhalde. Nehmen wir den Hummer. Den nicht gut. So. Krass, ne? Also hier ist nix. Man muss, wie gesagt, alles durchklicken. Quark könnten wir noch nehmen. Zwischen Quark haben wir, glaube ich, auch noch am Start hier, ne? So viel, glaube ich, geht schon gar nicht mehr. Da müsste man theoretisch noch mal einen zweiten Trigger irgendwo bauen, damit man die überschüssigen dann gleich los wird. Weil hier passen noch drei rauf. Drei stehen hier zwar auch noch, aber auf... Ne, stimmt, das passt genauso, ja? Glück gehabt. So, das ist die Ladung, wo man sich aber immer nicht sicher sein kann, wenn man die jetzt mit Autodrive losschickt, ob die tatsächlich voll ankommt oder ob unterwegs Paletten verloren gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass unterwegs Paletten verloren gehen, ist deutlich höher. Und Terra ist ans Ziel angekommen. Deswegen machen wir natürlich eine schöne Ostersonntagstour noch dahin. Das machen wir auch noch. Und dann gibt es heute Nachmittag natürlich noch eine Folge. Und morgen Ostermontag werde ich auch zwei Folgen bringen. Ne, wir haben, wie gesagt, genug zu tun. Bisschen was verkaufen, da merken wir, weil wir ja auch unterwegs sind von Zentrallager bis zum letzten Punkt, sozusagen Verkaufsstation. Jetzt dachte ich aber, wir fahren jetzt schon mal den langen Weg, dann haben wir das. Dann können wir da schön verkaufen, unsere Produkte. Machen wir aber gleichzeitig. Ich werde den erstmal hinstellen, so dass wir abladen können. Und dann machen wir noch die zweite Ladung für den anderen Supermarkt oder für Großhandel fertig. Irgendwas Hochpreisiges sozusagen. Wo es auch manchmal einfach die Menge macht. Ne? Wenn wir die Palettenladung jetzt hinter uns sehen, da steckt Geld drin. Ne? Das ist also der Ostersonntagsverkauf hier. Nachschub. Bisschen spät eigentlich, ne? Andrang ist ja noch ein bisschen vorher eigentlich. Nur knapp neben der Straße. Es ist fast egal, wie man fährt, ne? Ich glaube, so rum ist es ein bisschen schöner zu fahren. Kann sein, dass es eine Abbiegung, zwei Kurven weniger sind.
Bin gespannt, ob der Raps tatsächlich noch später Frühling, also es ist ja noch ein ganzer Ingame-Tag, ob das so lange blüht. So lange Blütezeit ist. Was ist denn so? Aber wie gesagt, wir wollen natürlich Geld verdienen, müssen wir auch ganz gerne. Nützt ja nix. Das wird eine Ernte, wenn man immer wieder so die Felder betrachtet, wie wir jetzt mittlerweile alle besitzen. Das Problem ist, mit Seasons haben wir vielleicht ein kleines Zeitfenster, wo wir ernten können. Das wird sportlich. Karotten sind auch gut rausgekommen auf dem Boden. Das wird zu knapp. Sowieso ein bisschen sportlich, glaube ich, mit dem Doppelgespann diesen Trailer anzuliefern. Da gibt es besser andere, die besser geeignet sind. So, dann können wir noch mal weiter gucken. Wir haben ja noch ein paar andere gute Produkte. Wurst hatten wir, weil die, ja, nehmen wir. Ich glaube, wir nehmen Lidl. Danach könnten wir noch eine schnelle Edeka-Tour fahren. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an, liebe Leute. Also heute Nachmittag wissen wir, was die von uns haben wollen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst gerne ein Like da. Vielen, vielen Dank. Bis dann heute Nachmittag. Und tschüss.